Okay, im nächsten Assignment geht es darum, einen Taschenrechner zu programmieren. Das ist Assignment 6.3. Dort sollen eine Addition, eine Subtraktion, Multiplikation, Division und Potenzieren von Zahlen implementiert werden. Das Ganze soll so aufgeführt sein. Man wird zunächst gefragt oder es wird ein Menü angezeigt, 1 für addieren bis 5 für potenzieren und wenn man 6 drückt, dann verlässt das Programm, dann beendet sich das Programm. Jedes Mal, wenn man die Bearbeitung oder die Rechenoperation durchgeführt hat, wird man gefragt, wollen Sie noch mal eine weitere Berechnung anstellen, dann kann man J oder Yes schreiben, dann geht's weiter. Wir starten einfach mal ganz simpel. Es wird alles in, das Ganze soll wieder in Funktionen reingepackt werden. Ja, gucken wir mal. Wir starten auf jeden Fall mal wieder mit einer Main-Funktion, die wir dann ganz am Ende auf. Okay, also das erste. Es soll eine Schleife laufen, die sich immer wiederholt, außer der Nutzer sagt nicht Yes. Das heißt, wir starten mal. Calculate again. Yes, okay. While calculate again gleich Yes. Oder calculate again gleich j. Aber das ist die Schleife, die wird immer ausgeführt. Das Ganze initialisieren wir hier mal mit yes, weil jedes Mal am Ende der Schleife fragen wir immer calculate again ist gleich input. Wenn Sie nochmal wollen, yes oder j schreiben. Genau, also können wir das zumindest mal abfangen. Ich meine, das können wir ja mal testen. Syntax Error, wann? Ja, gleich machen. Natürlich ein gleich machen. Weil das keine Zuweisung ist, sondern hier ein boolscher Ausdruck. Wollen Sie nochmal? J. Yes. Yes. Funktioniert nicht. Also wenn ich eine Großschreibung mache, dann funktioniert das nicht. Man kann die Funktion verwenden. Punkt lower. Und jetzt schreiben wir in calculate again. Wandeln wir das um in, kann es mal davor plotten. Print calculate again. Der macht einfach aus einer Kleinschreibung, aus einer Großschreibung eine Kleinschreibung. Ich demonstriere das einfach mal, dass man das sehen kann, was da passiert. Ich schreibe jetzt hier yes. So ist das Original und dann macht er einfach nur kleinen Buchstaben. Also Punkt lower kann man auch einen String anwenden. Ich gehe mal davon aus, dass es upper genauso gibt. Testen wir mal. Ich schreibe jetzt yes klein. Und jetzt macht er ein großes drauf und beendet natürlich. Okay, wollte ich noch mal kurz noch zwischen. Wir wollen aber lower. Gut. Jetzt als nächstes schlage ich vor, wir schreiben eine Funktion, die das Menü zeigt. Das ist auch der zweite Punkt in dem Assignment. Bei der Function Display Menu. Kann man hier ganz oben schreiben oder auch hierher. Ich schreibe es mal hier. Def Display Menu. Okay. In der Display Menu muss ich jetzt das alles abtippen. Das ist den Zuschauern nicht so spannend. Ich verkürze es aber so gut wie ich kann. Print.
1 für add. Also ich kann das natürlich auch alles in hier mit New Line machen. Dann schreibe ich es einfach in die Zeile, in eine Zeile Subtract, neue. Hier will ich kein Leerzeichen, sonst startet hier ein Leerzeichen. Das dritte ist mul für Multiply. Das vierte ist div für Division und fünf ist pot für potenzieren. Und das sechste ist exit für verlassen. Jetzt können wir gleich in die Funktion, ja, immer wenn das Menü kommt, wollen wir noch fragen, Choose Option, okay, das können wir jetzt machen. Was wir zurückgeben wollen, ist Input. Choose Option 1 bis 6, so steht es in dem Assignment drin. Irgendwie so, keine Ahnung, wie man das formatieren will. Okay. Und jetzt, wenn die Funktion aufgerufen will, dann return ich das einfach. Ich nehme hier einen String auf, das ist die Eingabe, die der Benutzer gibt und die return ich in der Funktion. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Funktion dann auf, also den returnten String mir angucken und dann dementsprechend handeln. Also hier C ist gleich Display Menu. Dann steht jetzt in meiner Variable C, steht jetzt drin, was der Benutzer eingetippt hat. Checke ich einfach if C gleich 1. Dann addiere ich. Kann jetzt einfach mal machen hier. Elif C gleich 2. Dann subtrahiere ich Elif C gleich 3, dann kommt das nächste, Elif C gleich 4, kommt das nächste, ich schreibe erstmal alles, Elif C gleich 5, dann potenziere ich und jetzt, falls ich eine 6 oder irgendwas anderes reingehen, dann verlasse ich die Schleife. Deswegen mache ich hier einen Break. Und dann beendet sich das Programm automatisch. Okay, wir testen das jetzt mal. Wahrscheinlich schimpft der bei dir, weil der will, dass ich hier ein Statement brauche. Okay, ja, genau. Ja, mach ich mal schnell. So. Null. Da muss ich jetzt dann die Funktionen noch implementieren. Und können wir es ja mal testen. Choose your option 1. Okay, jetzt will ich addieren. Jetzt schreibe ich in Y nochmal. 5. Potenzieren. Das noch einmal yes. Jetzt mache ich die 6. Verlässt das Programm. Also das funktioniert jetzt schon mal. Also nicht schlecht. Gut. Jetzt muss ich hier nur noch für jede einzelne Operation eine Funktion schreiben, die jetzt addiert und das Ergebnis dann ausgeht. Aber davor, glaube ich, sollen wir noch eine Funktion schreiben, die nennt sich getNumber, also getNumbers. Die soll mich zweimal fragen und dann das Ergebnis zurückgeben. Also die Number One ist, ich will das Ganze als Float, also mache ich einen Typecast auf einen Float, dann mache ich Input, bitte Number One, sehr formal und höflich, bitte Number Two, ist das hier, dass ich mache einen Typecast auf einen Float. Und dann return ich das Ergebnis. Return n1, n2.
Was schimpft der? Was sagt er mir hier noch? Ich schau mal, was die Unterringelung ist. Expected blank line. Okay, der will, dass ich das irgendwie anders formuliere, aber nur unterringelt kann man sich irgendwann mal später. Und man hier, glaube ich, wieder noch ein Leerzeichen. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier zunächst fragen, meine Number One, Komma Number Two ist gleich get numbers. Und ja, genau, jetzt steht dann in N1 das drin, was ich in 1 geschrieben hatte, und in N2 steht das drin, was ich N2 geschrieben hatte. Jetzt soll ich auch noch Funktionen schreiben, die addieren. Okay. Das ist nicht, aus meiner Sicht nicht sinnvoll, weil ich kann hier einfach N1 plus N2 hier schreiben und dann das Ergebnis ausgeben. Aber wir halten uns natürlich jederzeit an die Aufgabenstellung. Das heißt, ich schreibe hier eine Add-Funktion, der übergebe ich jetzt. Um das nochmal klar zu machen, x1, x2 sind meine Eingangsvariablen und ich glaube, ich soll das Ergebnis ausgeben. Ich schaue mal nochmal schnell im Assignment. Ich glaube, da soll man auch eine Funktion Display Result. Okay. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Funktion. Der Display Result. Und die soll nur eine Variable als Input und die soll es dann printen. Machen wir wieder mit einem F-String. Result Doppelpunkt X. Also, was ich hier die Funktion übergebe, printet die direkt wieder. Okay. Jetzt kann ich sie ganz kurz machen. Ich kann hier einfach sagen, Display Result x1 plus x2. Gut. Also ich nehme das, was hier in der Funktion reinkommt, addiere das und gebe es direkt weiter an die nächste Funktion. Wir testen, also ne, wir müssen jetzt hier erst noch add n1, n2. Also wir nehmen jetzt die zwei Zahlen, die wir hier aufgenommen haben, und geben sie hier weiter. Führen die Add-Funktion aus, die addiert die beiden zusammen, übergibt sie an die Display Result und die sagt dann Result Double. Testen wir mal, ob das geht. Choose your option. Nummer 1 bitte. 12 plus 3, your result 15. Ich will natürlich nicht nochmal. No. Auf keinen Fall beendet sich das Programm. Okay, ich programmiere jetzt noch schnell die Subtraktion, also Subtract Display. Schreibe ich hier einfach Minus ein. Kopiere jetzt die ganze Funktion. Ich hoffe, dass ich nicht wieder einen Fehler beim Kopieren mache wie beim letzten Mal. Mul für Multiplication, Div für Divide und das letzte ist Pot für Potenzieren. Das geht hier mit 2 mal Sternen. Also das ist dann keine Ahnung, 10 hoch 2, dann wird in x1 10 stehen und in x2. Okay, das kann ich wieder kopieren und dann rufe ich nur Sub. N1, N2 auf. Dann, ich kopiere das jetzt erstmal hier alles rein. Get number. Und jetzt, das dritte war Mul, Multiply. Das vierte war Div für Divide. Und das vierte war Pot. Ich teste jetzt einmal alles durch.
Das sollte die Lösung so sein. Wir testen aber mal zur Sicherheit, wie das als guter Softwareentwickler sich gehört. 10 und 2 müsste 12 geben. Ich will natürlich nochmal. Dann will ich subtrahieren. 10 minus 2 müsste 7 sein. Das passt. Dann multiplizieren. Okay, das formatiere ich noch schön, das ist echt hässlich. 10 mal 3 müssten 30 sein, das passt. Dann dividieren. 100 geteilt durch 5 müssten 20 sein. Ich denke, das stimmt auch. Und dann potenziere ich noch. Zweierpotenzen kann ich gut. 2 hoch 8 sind 256. Auch das stimmt. No, bin fertig. Gut, ich mache das noch schnell schön, hier ein Leerzeichen dazwischen und ja, dann kann ich hier eine Musterlösung präsentieren, die wunderschön ausschaut und sogar auch noch funktioniert. Ich schaue mal noch mal schnell, ob ich irgendwas vergessen habe, was in dem Assignment drin steht. Ja, ich denke, das passt. Damit wäre es das auch wieder.